außen. Treppe? Ach, hier ist. Von da aus willst du jetzt alle ausnocken oder was? Die schlafen alle. Hm. Hier ist der Skillpunkt, hier ist die Brille. Was? Skillpunkt? Oder eine Medaille extra. Wo denn? Da drinnen? Hier oben, bei mir. Okay. Ich hab da keine. Aber du hast die. Solltest du aber haben. Hier im Regal. Ja, hier, ja, jetzt. Bonusorden, Streuung beim freien Schießen, ja. Ja, das kannst du mit Skillpunkten und mit so Bonusorden. Ja, ja, ich weiß. Moin, Keule. Aufpassen. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Das ist über mir, ne? Sind beide wach geworden. Kriegt keinen davon ins Visier. Lieber triple tappen. So, hier sind die Infos. Wir können, kannst jetzt überlegen. Entweder wir verkrümmeln uns jetzt wieder, nachdem wir die Waffenteile eingesammelt haben, oder wir knocken das ganze Kaff aus. Ich bin für Letzteres. Wir wissen, wo die Funkstation des Kartells in Montauk ist. Das ist vermutlich unser Durchbruch. Wie kommst du darauf? Wir gehen rein, hacken die Aufzeichnungen und schicken die Infos an Bowman. Mit etwas Glück findet sie dann die Identität unseres Ausbilders. Warte mal, das jetzt mal. Oh, dann machen wir da einen Schalldämpfer drauf und dann snipe ich den mit einer Kaliber 50 auf 20 Meter. Das ist eine ziemlich blöde Idee, muss ich leider sagen. Wieso? Weil ich nicht denke, dass das so einfach funktioniert, wie du das denkst. Nein? Keiner wach geworden. Alter, ist das kaputt. Hallo, du musst dir mal den Schalldämpfer auf dem Ding angucken. Warte nicht, Moment. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Schöner Schuss. Sieht aus, als hätte mach mal Platz, lass mich mal links den dicken machen, weil den kriegst du mit der MP5. Was krieg ich nicht? Mit links den dicken, den gepanzerten. Hab ich gerade unter uns auch erledigt. Einen mit so einem Schild über dem Kopf? Ja. Okay. Bin da vorhin kläglich dran gescheitert. Einen Schuss in die Rübe. Erledigt. Sehr guter Schuss. Dankeschön. So. Ich hab da oben die Infos. Ja gut, ich muss ja auch einsammeln. Ja, ja. Das ist so affig. Ja, naja, aber ne, dann kannst du einen nicht AFK durchziehen. Verstehe ich schon irgendwie. Waffenkiste entdeckt. Ja, aber dann macht man da einen Radius dran. Waffenkiste muss okay, alles was im Umkreis von 500 Metern ist, kriegt's. Ja. Und was ist das? Kitabor. Oh, geht. Ich war hässlich. Natürlich ist die hässlich. Toll und immer ein Gebäude. Ach toll, krieg ich natürlich nicht von hier. Pennen, auf dem Boden da drüben. Ja. Da kannst du, können wir reingehen und können sie mit der Pistole ausnocken. Ich find's ja geil, hier gibt's ja sogar Skillpunkte für leises Rennen und sowas. Also hier kannst du richtig sneaky machen. Wenn man das will. Warte mal, hier ist erstmal noch eine Dings. Beide tot. Sehr gut, du kriegst auch Bonuspunkte, wenn du sie niederschlägst, ne? Ja, hab ich gemacht. Ach, sehr gut. Weil vom Schießen werden sie selbst mit Schalldämpfer wach. Ja, ja, ich weiß. Alter, guck dir mal die Kaliber 50 bei mir auf dem Rücken an, die kratzt auf dem Boden, wenn ich stehe. Jo, kannst du dich dann abstützen drauf. Einfach nach hinten gelehnt und fallen gelassen. Hm. So. Bin ich dann jetzt ein Vierbein? Ja, so ungefähr. So, die Frage ist jetzt, ist in dem Kaff hier noch was? Ja, da oben ist nämlich noch Lieutenant, den wir einkassieren können. Okay. Bei A markiert, 175 Meter. Wollen wir laufen? Ja, ne? Ja, oh, Hubschrauber. Ihr könnt Informationen sehen. Da oben. Vor allem, was ich auch geil finde, die Animationen beim Rennen mit Pistole und so sind saugut gemacht. Ja, finde ich auch. Also das sind sehr, sehr dynamisch, das ist echt ordentlich gemacht.
Und schnappen dir. Nee, ist nicht schnappen, ist nur reden. Achso. Das ist ein Informant. Gracias. Ich habe Details zu einem Sender, der nur auf uns wartet. Schalten wir ihn ab. Greif zu. Ja. So. Ja, ich hätte jetzt halt, wie gesagt, erstmal die kompletten gelben Missionen gemacht und die grünen danach, weil das gibt dann erstmal mächtig Skillpunkte und dann machst du es dir mit den Nebenmissionen. Ja, siehst du meine gelben überhaupt? Meine und deine gelben sind dieselben. Ja, aber ich habe ja die Dings noch gar nicht gemacht. Die im ersten Bereich. Ja, das spielt keine Rolle. Du kannst anfangen und aufhören, wo du willst. Wir könnten jetzt, wenn es das echte Spiel wäre, auch ganz nach unten rechts auf die Karte ja. springen. Spielt gut. Null Rolle. Ja, okay. Komm. Waffenteile oder Hauptmission? Ja, komm, dann lass Hauptmissionen machen. Ich weiß sowieso nicht, habe ich jetzt schon irgendwas, was ich wieder umbauen kann? Fahren wir mit dem Panzer. Da ist das Essen. Das hier ist auch ein Hubschrauber, siehst du? Dann fahren wir da runter, holen uns den Heli und dann fliegen wir mit dem Hubschrauber darüber. So, dann habe ich da. Noch neu gekriegt. Ich weiß nicht. Weil das bei mir blinkt. Ein Klappschaft eventuell? Ja, den habe ich ja schon. Den habe ich ja schon ausgewählt. Vor allem, ich kann... Das ist geil. Gitar. Da habe ich neu gekriegt. Obwohl ich ja echt gerade am Überlegen bin. Einfach mal ausprobieren soll. Das kann ich hier nicht ganz mitten. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Was kannst du nicht? Jetzt kann ich's machen. Okay, vergiss es. Du hast mir verwirrt. Ich finde es ein wenig schade, das Ding hat eine angedeutete Nebelwerferanlage, hat aber keine Nebelwerfer. Spezialkräfte aus Russland und Südafrika, sogar aus Israel. Oh, Unidad, gucken, ob sie sich für uns interessiert oder nicht. Nö, guck dir das an, die ignorieren uns einfach. Wie geil ist das denn? So viel Geld, um mich zu kaufen, gibt es gar nicht. Ja. Was machst du, wenn das Team hier aufgelöst wird? Auf einem Schießstand in Fort Bragg arbeiten und den Frischlingen... Beste Tarnung überhaupt. Man stellt sich mit einer eckigen Cola-Dose auf die Straße und wartet, dass man einfach mit einem Feuerball aus Stahl und Blei draufzugehen, statt sich auf die Beine zu stellen. Kämpfer kämpfen. Holzen blasen. Oh Gott, Steine! Zuhörst du? Oh Mann, ey. What the? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Den müssen wir wahrscheinlich wieder sneaky sneaky machen. Deswegen lasse ich den Panzer jetzt auch hier unten gleich stehen. Sehr gut. Ich finde es auch geil, dass der Panzer so schön nach vorne wippt, wenn man damit voll in die Eisen steigt. Das habe ich so noch keinen Mann am Spiel gehabt. Dann hast du noch nicht richtigen Panzer in War Thunder gehabt. Ich habe noch nie Panzer in War Thunder gespielt. Ich habe ewig kein War Thunder mehr gespielt. Ich sehe zwei Sicarios, dicht bei dem Santa Blanca Pickup. Ich immer ausfahren? Mit Drohnenbeine? Du links, einer rechts oder wie? Machen wir. Jo. Beziehungsweise wir müssen vielleicht ein paar Sinkshots machen, weil hier ist nämlich ganz schön viel los. Mach 10. Markieren Hauptmann. Meine Fresse. 15 Gegner. Und das Problem ist, kann ich den markieren? Der Typ. Welcher Typ? Den, ja. den ich gerade, der die 1 ja, hat. Ja, ich weiß, der fliegt dann weg. Genau. Mhm. Deswegen ist die Frage, wie wir das am blödsten machen. Ja, vor allem den Dicken dahinter brauchen wir auch. Ja, den Dicken, das ist kein Problem. Den snack ich weg mit meiner Kaliber 50, ohne irgendwelche Schmerzen. Den kann ich auch einen kleinen C schießen, der fliegt in alle Richtungen. Wir müssen mal gucken, von wo. Weil da ist überall Mauer irgendwie außenrum, ne? Auf der anderen Seite hast du halt nicht so viel Einblick. Ist das ein Unidad? Ja. Tja. Machen wir das am dümmsten. Hast du eine Sniper? Ah, gut, kannst du ja wechseln im Zweifelsfall. Ja. Cool, kann ich das ohne Box wechseln? Ohne den Skill? Ja, du kannst jederzeit zu jeder Waffe wechseln.
Gibt's denn hier auch mal eine andere Zieloptik oder nur die? Im Moment gibt's nur die, aber es gibt jede Menge andere in dem Spiel. Siehst du ja, kleines Holo, großes Holo, Holo mit Magnifier und so weiter. So, also ich habe jetzt einen Sniper dabei. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann machen wir nämlich Aufgabenteilung. Wenn du willst, kannst du da unten hinter dem Stein sitzen bleiben. Und von hier sehe ich ja gar nichts. Wenn du auf den Stein da kletterst, weil da hast du Deckung. Zweifelsfall. Kann man nämlich von zwei Seiten. Dann hole ich mir den Dicken, dann kannst du den Lieutenant wegsnipen. Nee, krieg ich von hier aus nicht. Warte mal. Ob ich da irgendwie hochkomme. Dein Stein hier. Krieg den Lieutenant gerade noch so. Liegst du? Sitzt du? Kann mich ja mal hinstellen. Kannst du es versuchen, ja? Ja, jetzt habe ich ihn. Gut, dann zähl runter, wenn du ein Visier hast. Okay. 3, 2, 1. Und die raffen gar nichts. Wie geil ist das denn? Merkst du was? Übrigens hast du einen Double Kill gemacht, ne? Nee. Doch. Und zwar über 40 Meter. Okay. Ah, jetzt haben sie es geschnallt. Ah, der steigt ein, schieß ins Cockpit. Leg ihn um. Ich hab genau getroffen, aber es ist nichts passiert. Ja, das war jetzt schlecht. Loser weg. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich habe direkt reingeschossen. Verstehe ich aber nicht, wir haben den Lieutenant doch eigentlich... Unidad-Patrouille alarmiert. Ja. Lass ihn mal. Zieh dich einfach nach rechts, links außenrum von dir zurück. Tot. Zu weit. Du tot, tot, tot. Ja, tot, tot. Tot, tot und happy. Ist aber nicht schlimm, du spawnst gleich bei mir wieder. Ja. Und die beschäftigen sich nämlich gerade... Gegenseitig, ich sehe das. Yep. Vor allem die Rebellen haben gerade einen Unidad-Soldaten überfahren, das ist auch geil. Kann doch mal machen. Die Frage ist, mein Hubschrauber ist jetzt natürlich weg. Ja, natürlich ist der weg. Aber was hätte ich machen sollen? Wir haben auf die geschossen. Ja, ich verstehe nicht. Normalerweise ist der Lieutenant der fliegt. Aber scheinbar scheint die, wenn du den wegpustest, scheint 9 das... zu holen, ja. Ja, einfach irgendwer anders. Ja, hatte ich in der Closed Beta aber auch schon. Deswegen. Nee, bei mir noch nicht. Ich habe immer den Lieutenant erschossen, dann hatte ich alle Zeit der Welt. Nee. Wie viele Sekunden hast du noch? 4, 3, 2, 1. Jetzt spawn ich bei dir. Sehr schön. Da wir einen Fahrbahnuntersatz brauchen. Oh, ich habe hier einen schönen Fahrbahnuntersatz. Ich auch. Mit Minigun oben drauf. Ja, ich auch. Na dann. Du siehst meinen Wegpunkt A. Los geht's. Oh Gott, Zivilist. Noch einer. Hat da mitten auf dem Acker, ey. Ja. So, es ging nur darum, dass... Oh Gott. Und mein Spiel hängt. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Du bist sogar gerade noch gefahren. Mein Spiel hat gerade gehangen. Ja. Fahrzeug wechseln oder was? Nö, können wir auch machen. Auf was nur ist die Frage. Wollen wir noch eine Moped fahren? Ja, wenn du willst. Für jeden eins da, warum nicht? Ja, kann er nicht so. Nein, warte, fuck. 2 auf 1 geht nicht, ne? Nee, geht nicht. Doch, das geht. Oh Gott, 1,8 Kilometer. Hab das Motorrad. Ja, aber ich möchte das Waffenteil da ganz gerne haben. Ich geh mal davon aus, du auch. Warte mal.